Durch das Abtrocknen wird das Neugeborene zusätzlich taktil stimuliert. Dies kann bei der Anregung der Spontanatmung unterstützend wirken und ist häufig schon ausreichend. Eine übertrieben kräftige Stimulation sollte vermieden werden. Wird keine effektive Spontanatmung entwickelt, sind weitere unterstützende Maßnahmen notwendig.
Üben Sie mit Ihrem Daumen leichten Druck auf das Kinn aus, bis sich der Mund öffnet und Sie den Rachenraum ins Neben der Beurteilung der Atemfrequenz ist es wichtig, Anzeichen einer Dyspnoe, also einer erschwerten Atmung, zu erfassen. Hierzu zählen insbesondere Symptome wie Nasenflügeln, Stöhnen oder Brummen, ein blasses Mund-Nasen-Dreieck und Einziehungen im Rippenbereich. Das Pulsoximeter ermöglicht Ihnen eine kontinuierliche Überwachung von Puls und Sauerstoffsättigung. Es eignet sich in der ersten Lebensminute allerdings nicht, um die Herzfrequenz zu bestimmen. Daher sollte es zu diesem Zeitpunkt nur angelegt werden, wenn mehrere Personen in die Versorgung des Kindes involviert sind. Sind Sie alleine? Nutzen Sie ein Stethoskop. Wichtig: Die Pulsoximetrie benötigt 20 bis 30 Sekunden, bis eine adäquate Ableitung hergestellt werden kann. Schalten Sie das Gerät erst an, nachdem Sie die Pulsoximetrie am Neugeborenen befestigt haben. Hallo, diensthabende Pädiaterin De Bruyne. Alles klar, ich komme so schnell ich kann. Bitte leiten Sie bis zu meinem Eintreffen selbstständig alle weiteren Maßnahmen ein. Das war schon gut. Folgende Hinweise sollten nach dem ESPA-Schema übermittelt werden. Martha, ein weibliches Neugeborenes, wurde vor einer Minute spontan in der 37. plus 6 Schwangerschaftswoche ohne Komplikation geboren. Die Atemwege sind frei. Die Atemfrequenz liegt aktuell bei 60, die Herzfrequenz bei 80 Schläge pro Minute und die Sauerstoffsättigung schwankt zwischen 50% und 56%. Der Muskeltonus ist reduziert. Sie vermuten, dass Martha Anpassungsschwierigkeiten hat und Unterstützung benötigt, sodass sie die initiale Beatmung einleiten möchte. Denken Sie zudem daran, der Pädiaterin mitzuteilen, in welchem Raum Sie sich befinden. Beim ESMA-Handgriff strecken Sie den Kopf des Neugeborenen leicht nach hinten. Das Überstrecken kann das Freimachen der Atemwege erleichtern. Nun platzieren Sie Ihre Daumen auf dem Oberkiefer und die restlichen Finger auf beiden Seiten des Kopfes unter dem Kieferknochen im Bereich des Kieferwinkels. Mit den Fingern schieben Sie nun den Unterkiefer nach vorne, also die untere Zahnleiste vor die obere, wodurch sich der Zungengrund hebt. Nase und Mund sollten bedeckt sein. Augen und Kinn müssen frei bleiben.
Die Maske wird nicht frontal aufgedrückt oder aufgesetzt. Richtiges Vorgehen. Vom Nasenrücken kinnwärts oder umgekehrt vom Kinn nasenwärts übergestülpt. Ihre Daumen und Zeigefinger halten die Maske in einen C-Griff und drücken die Maske vorsichtig auf das Gesicht. Die drei anderen Finger dieser Hand heben den Unterkiefer leicht an. Beachten Sie hierbei die Inspirationszeit von 2 bis 3 Sekunden. Dies erleichtert die Entfaltung der Lunge. Die Inspirationszeit soll nun für die einzelnen Beatmungshübe bei 1 Sekunde liegen. Für die Herzdruckmassage umfassen Sie den Thorax mit beiden Händen, die Finger am Rücken des Neugeborenen und die Daumen nebeneinander auf dem unteren Drittel des Brustbeines, also unterhalb einer gedachten Linie der Brustwarzen auf dem Sternum. Den Brustkorb nun mit dem Daumen um 1/3 des Durchmessers in Richtung Wirbelsäule eindrücken und wieder entlasten. Die Herzdruckmassage wird immer 3:1 durchgeführt. Sie komprimieren dreimalig in Folge das Herz, danach folgt ein Beatmungshub. In 60 Sekunden sollten Sie 30 Beatmungshübe und 90 Herzdruckkompressionen durchgeführt haben. Wichtig: Beatmung und Kompression müssen koordiniert durchgeführt werden, um zu vermeiden, dass diese zusammentreffen, solange das Kind nicht intubiert ist. Übernehmen Sie die Herzdruckmassage. 1, 2, 3, atmen. Gratulation! Sie haben die Reanimation von Martha gemeistert. Denken Sie an die Dokumentation und daran, nach der Versorgung Marthas Eltern zu informieren.